Moin Leute, was geht ab? Ich habe heute tatkräftige Unterstützung vom Shisha-Bruder. Moin. Und wir haben es endlich mal hingekriegt, uns wieder zu treffen. Das hat ziemlich lange gedauert. Ja, doch, obwohl wir nicht weit weg wohnen voneinander. Ich muss sagen, habe mich auch ein wenig dafür geschämt, weil es ist einfach momentan so viel zu tun und dann immer die Leute alle treffen und die Termine, die wachsen mir hier über den Kopf hinaus. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute für euch einen sehr interessanten Tabak. Und zwar den Genies Bannaccio. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und auch als ich gesagt habe, ich habe den Tabak, hat der gute Alan auch gleich gesagt, oh, ich komme vorbei. Ja doch, ich würde ihn auch gerne testen. Was sagst du denn zum Geruch? Also zum Geruch, ja erstmal Bannaccio, können wir gleich mal, was das sein soll. Also auf der OVP sind Bananen drauf abgebildet und Pistazien. Und ich dachte mir erst, Pistazien, okay, passt das überhaupt? Und ja, kommen wir mal zum Geruch. Also er riecht wirklich sehr nach so einer Bananenmilchnote. Schön süß, also richtig schön lecker. Also das, am liebsten würde ich das trinken. Und so einer leicht würzigen Note, so, also man riecht das leicht raus, dass da was anderes noch mit drin ist. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht direkt auf Pistazien gekommen. Also ist schon, aber schon echt sehr, sehr gut im Geruch. Das ist unbeschreiblich, also wirklich, er riecht so lecker und ich feiere den Geruch schon mal wirklich sehr. Er sagte ja gerade, er will das trinken, ich habe eher das Bedürfnis, das Ganze zu essen, weil für mich erinnert das Ganze irgendwie an so ein Dessert, so ein Bananenmus, wo man oben einfach Pistazien drauf streuselt. Und vom Geruch her, klar im Vordergrund, ne, steht erstmal die cremige Banane. Und die Pistazie, da haben wir eben diskutiert, wie wir es am besten beschreiben. Das ist einfach so dieser, ja, das ist diese fettige Nussnote. Ja. Ich glaube, das beschreibt es einfach am besten. Und vom Geruch her finde ich es eigentlich schon mal richtig geil. Weil ich mag Bananentabak und jetzt mit der Pistazie, das ist neu für mich. Finde ich aber nicht schlecht. Zum Rauch brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Naja, also zum Rauch brauchen wir nicht sagen, der raucht wirklich top, verträgt Hitze. Hitze, das ist unnormal. Also ihr könnt den mit 4 Kohlen könnt ihr den draufballern. Wir haben den ja beim Shisha-Opa, ich glaube das Video war noch nicht draußen. Haben wir den aber geraucht in, ich glaube in 3 verschiedenen Setups. Sowohl Overpacking als Lotus, als auch mit Tonkorb und Kamin. Und der konnte Hitze ab, das ist einfach unnormal. Einfach unnormal. Cheers. Was sagst du, wie mundet er dir denn? Also, ich muss sagen, im Vordergrund, wie im Geruch, finde ich, erstmal kommt die Bananennote schön süß. Nicht zu süß, das Ganze also wirklich perfekt abgestimmt. Und dann im Abgang kommt halt wieder, wie Pascal schon sagt, diese leicht fettige Note. Also, es bleibt wirklich im Hals kleben, finde ich schon. Also, ich wird nie damals trotzdem drauf kommen, dass es Pistazie ist. Also, schon eine nussige Note, aber unbedingt Pistazie würde ich jetzt nicht sagen. Aber er schmeckt einfach sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, das ist ein super Tabak in meinen Augen. Auch von der Feuchtigkeit, wie Shisha Keller schon sagt, sexy. Also wirklich, schnitttechnisch alles super und... Er geht in Richtung Starbucks. Ja. Er sagt Social Smoke. Wir haben uns geeinigt, es ist eher so die Starbucks-Richtung. Ja, doch. Der Schnitt war anfangs ein bisschen gröber, aber wirklich nur minimal. Und ich habe einfach mit einer Schere da... Und dann ist das Ganze eigentlich auch gegessen. Ja, also doch, wie ich schon sagte, im Geschmack auf jeden Fall gefällt er mir super. Qualität für den Preis 21,90 waren die 200 Gramm, richtig? Ja, 21,90, 200 Gramm. Ist auf den ersten Moment ein bisschen teurer, aber wenn man sich mal so den anderen Ami-Tabak anguckt, der hier so rüberschwappt. Selbst deutsche Tabaks. Ja, dann... ist das eigentlich voll im Rahmen, also ich finde es okay. Also und den Tabak würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ja doch, also wenn die anderen Sorten so gut und intensiv, also wirklich sehr, sehr intensiv schmecken wie der, dann gönne ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Dosen, weil der ist wirklich super. Ja, der Flavor, der hält auch echt lang, also ich weiß nicht, so 1,5 Stunden habe ich damit locker geschafft und bis zum Ende ist der Flavor auch da und wie der Kollege gerade schon sagte, im Hals, Pistazie bleibt nachher im Hals zurück, vordergründig Banane. Ja. Top abgerundet, harmonisch, kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also tippitoppi.
Ja, also wenn ich ihm von mir aus Punkte geben sollte, dann würde ich den 8 von 10 Punkten geben. Schmeckt super und in meinen Augen auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ja, kann ich so unterschreiben. Möchtest du noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Ich grüße alle und ja, das wäre es auch eigentlich von mir. Wir verabschieden uns dann nicht komplett, sondern geben ab in die Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Wenn nicht, drückt einfach Alt F4 und das Video ist beendet. Und ihr kennt das ja, ringsum viele, viele Knöpfchen. Und hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Mich auch. Guten Rauch und sehr, sehr viel Geschmack. Und haltet die Ohren steif, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.